Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Wieder ich und Nico an meiner Seite. Der Rest ist ein bisschen emotional. Man weiß noch nicht, was man mit denen machen kann. Da hat uns ein Fan jetzt ein sehr interessantes Deck geschickt mit dem neuen True Dragon Structure Deck. Und da habe ich halt Nico, unseren Blue-Eyes-Experten, am Start. Genau, also an sich, sag ich mal, auf den ersten Blick sieht es ganz normal aus. Ist es ein ganz normales Blue-Eyes-Dragon-Deck. Da ist schon die neue Karte drin, Return of the Dragon Lords. Gospel heißt die auf Japanisch oder halt übersetzt und ich glaube auf Englisch heißt die jetzt Return of the Dragon Lords. Also Monster, fangen wir mal an mit dem Monster-Lineup. Da fällt auf der Red Eyes mit Metal Dragon. Den würde ich nicht spielen, weil der kein Level 8 Monster ist, sag ich mal, weil dann kannst du ihn nicht für Trade-In abwerfen. Du kannst ihn nicht, du kannst keine XYZ-Beschwörung machen. Du musst ein Dragon Monster entfernen, das heißt, du kannst die Magier Monster, Maiden und den Sage kannst du nicht entfernen, sondern kannst da nur die Steine entfernen oder den Blue Eyes und wenn du die Steine entfernst, kommt kein Effekt. Also der, da bin ich nicht so überzeugt. Der, dann spielt er noch zwei Karten aus dem neuen Structure Deck, den Abracave Dragon oder so wie der heißt, genau, und den anderen. Da bin ich, von denen bin ich kein Fan, also der zweite, dieser Level 7er, ich weiß jetzt nicht, wie der englische Name ist, der ist gut gegen Pendel, da kannst du die Pendel, die Scales kannst du entfernen, aber er ist Level 7, das sag ich mal, das hat man jetzt bei Metal Dragon hat man gehört, ich bin ein Fan von Level 8 Monstern, weil du die für Trade-In abwerfen kannst und XYZ-Beschwörungen machen kannst. Und ich würde schauen, dass man so wenig wie möglich tote Karten spielt. Also er spielt jetzt dreimal Blue Eyes und viermal die anderen Drachen. Das sind sieben Karten, die man totziehen kann, wenn man kein Trade-In hat auf der Hand. Also das ist gefährlich. Also ich selber spiele nur drei Blue Eyes und einmal den White Spirit, damit ich die so wenig wie möglich auf der Hand habe. Weil die will man nur für Trade-In wirklich auf der Hand haben. Dann spielt er drei Steine, also dreimal den neuen quasi Stein, zweimal den alten. Allerdings nur mal mit zweimal der Ziehkarte. Ich spiele es anders, ich spiele zweimal den Ancient Stone und einmal den alten Stein. Weil Problem ist, also den Stein, den kann man nur einmal in der Endphase machen. Mehrere Mal bringt er nichts. Der andere Stein hat man zu oft Blue Eyes auf der Hand. Ich würde schauen, den auch nicht so oft zu spielen, weil der auch nicht so viel bringt. Was mir jetzt auffällt bei den Level 1 Monstern, da ist kein Bulb dabei, also Bulb würde ich auf jeden Fall reintun, weil Bulb ist richtig gut mit Sage. Oder One for One. Oder One for One. Genau, oder One for One spielt er die. Ja, spielt er, ja genau. Bei Bulb kann man dann Sage auf Bulb, holt man sich Blue Eyes, Bulb Effekt und schon hat man das Synchro Monster draußen, also Bulb würde ich auf jeden Fall spielen. Dann spielt er Maiden. Maiden wird wahrscheinlich nachdem der Alternative Dragon draußen ist, wird die wahrscheinlich nicht mehr so oft gespielt werden. In Japan spielt man die gar nicht mehr. Er spielt jetzt mit Wow Bisu, also die Combo spielt auch noch, die ist ganz gut ohne Alternative Dragon. Zielt Wow Bisu, also aktiviert. Nein, zielt, nein, nein, okay. Nein, zielt nicht. Also du musst Sage suchen und dann musst du Sage abwerfen und dann kommt der Effekt. Okay. Dann spielt er jetzt bei den Zauberkarten einmal One for One, dreimal die neue Returns of Dragon Lords, dreimal Trade In, bisher Standard, zweimal Cards of Consonants, ich würde dreimal spielen. Zweimal Dragon Shrine, bin ich auch auf 2, weil 3 ist zu viel. Zweimal Wow Bisu mit also den Sage holen, ist auch ganz gut. Einmal Terraforming, zweimal Twin Twister, zweimal mit der Feldzauberkarte. Die ist nicht schlecht, die kann man spielen. Die kommt aber auch manchmal tot, also die kann man spielen mit Dragon Rewind. Ist nicht schlecht. Was ich halt jetzt noch spiele, ist dreimal Left Arm Offering, um schneller auf Soul Charge zu kommen. Läuft ganz gut, muss man schauen, ob man, ja, jetzt sag ich mal, mit Return of the Dragon Lords hat man jetzt mehrere Möglichkeiten, die Blue Eyes Monster zu beschwören. Aber ich denke mal, ohne kann man es auch spielen, ist sicher auch nicht schlecht. Zweimal Call of the Haunted. Würde ich nicht unbedingt spielen. Ja, er spielt halt wegen den neuen Drachen da vom Structure Deck wahrscheinlich. Er spielt wegen dem neuen Structure Deck, aber mir ist die Karte zu langsam. Okay. Was ich empfehlen könnte als Falle ist auf jeden Fall Vanity's Emptiness.
weil die ist mit dem Blue Eye Spirit Dragon ist die richtig gut, weil, sag ich mal, die kann den Gegner dann ziemlich blockieren. Also die würde ich auf jeden Fall als Falle spielen. Kommen wir mal zu den XYZ-Monstern. Zweimal den Azur, zweimal den Spirit, einmal den Crystal Wing, einmal Michael, einmal Ancient Fairy. So spiele ich es auch. Dann spielt er die Galaxy-Monster. Dark Matter Dragon. Aber ich sehe jetzt hier gar keinen... Doch, Dark Matter Dragon ist dabei. Felgrant. Felgrant kann auch gut sein, zum Beispiel gegen Cosmojo, um die Monster zu suchen, zu schützen. Alsei, unterschätzte Karte, die ist richtig gut, also die gefällt mir. Spielt er noch die Gimmick-Puppe, interessant, also die spielen nicht so viele. Also die spielen nicht, ich schaue jetzt gerade, weil ich spiele zum Beispiel keinen Felgrant, die Puppe spielen auch nicht, ich weiß jetzt nicht, was... Was essentiell ist, das fehlt? Ich spiele noch einen Stardust Spark Dragon, weil du den auch mit Spirit Dragon holst und natürlich den Moon Dragon, der sollte auf jeden Fall rein, weil der ist jetzt durch Gospel ist er jetzt viel stärker geworden, weil du machst zum Beispiel Gegner hat, was weiß ich, Beatrice, du machst den Spirit Dragon, holst den Moonlight Dragon, Beatrice ins Extra Deck. Und in der Endphase wird der Moonlight Dragon sterben, aber du kannst Gospel entfernen und der Moonlight Dragon überlebt. Und das gilt dann allgemein für alle Monster, die man dann mit Blue Eye Spirit Dragon holt, dass die in der Endphase nicht zerstört werden. Und deswegen sage ich mal, sollte der auf jeden Fall rein. Also der ist auf jeden Fall essentiell, weil das kannst du in der gegnerischen Runde machen und bei Spezialbeschwörung ist er richtig gut. Deine Meinung jetzt zu dir, dieser Mischung mit den neuen Drachen, oder würdest du es eher komplett echt nur auf Blue Eyes spielen? Also ich bin von den neuen Drachen noch nicht so überzeugt. Ich würde nur Gospel reintun, weil man sieht, man kann viele Monster ziehen und wenn man kein Trade-In hat oder die Kombos, also das Deck ist entweder man hat richtig explosiven Start oder man hat einen ganz schlechten Start, so eine mittlere Hand ist schwer bei dem Deck, gibt es eigentlich fast gar nicht. Ja, also ich bin da noch, sage ich mal, skeptisch. Aber bei Blue Eyes muss man auch sehen, da verändert sich ständig was. Da kommt jetzt das neue Structure Deck, kommt das neue Movie Pack. Ich sag mal, man sollte jetzt auch warten vielleicht bis zum neuen Movie Pack und dann, sage ich mal, hat man da richtig viele Möglichkeiten und dann kann man sich überlegen, wie man das spielt. Da kann man auch die Ritual-Variante kann man auch probieren. Also Blue Eyes wird jetzt auf jeden Fall konkurrenzfähig werden. Und du wirst es vielleicht auch auf der EM auspacken. Wir werden sehen. Falls ihr das macht, natürlich kommt ein Deckbefall. Ansonsten könnt ihr wie immer eure Decklisten an unsere Facebook-Seite schicken. Und bis dahin leidet nicht. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.